Nach dem jüngsten Gewaltausbruch hat die radikal-islamische Palästinensergruppe Hamas nach eigenen Angaben mit Israel eine Wiederherstellung der Waffenruhe im Gazastreifen vereinbart. Die Einigung sei unter Vermittlung Ägyptens und der Vereinten Nationen erreicht worden, sagte ein Hamas-Sprecher am Samstag. Zuvor waren bei gewaltsamen Auseinandersetzungen am Freitag mindestens 5 Menschen getötet worden, 4 Palästinenser und ein israelischer Soldat. Israel bestätigte die Hamas-Ankündigung zunächst nicht. Eine Armeesprecherin sagte aber, dass es keine Militäreinsätze im Gazastreifen mehr gebe. Palästinensische Bewohner berichteten, dass die Lage sich wieder beruhigt habe. Am Freitag war ein israelischer Soldat an der Grenze zu dem von der Hamas beherrschten Küstengebiet bei einem Angriff palästinensischer Extremisten tödlich verletzt worden. Es war der Armee zufolge der erste Soldat, der im Gaza-Konflikt seit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas im Jahr 2014 getötet wurde. Das israelische Militär nahm daraufhin Ziele im Gazastreifen mit Kampfjets und Panzern unter Beschuss. Dabei wurden 3 Hamas-Kämpfer getötet, sowie ein Zivilist, der Medizinern zufolge ein Demonstrant war. Mindestens 120 Menschen wurden verletzt. Bei den Angriffen während des mehrstündigen Aufflammens der Gewalt traf das israelische Militär nach eigenen Angaben 68 Hamas-Ziele. Unter anderem seien 60 Gebäude sowie bedeutende militärische Einrichtungen der Extremisten zerstört worden.